So Leute, willkommen zu Hell Yeah, der Zorn des Totenkönigs. Ich bin Chasseur305 und ja, das ist ein nettes kleines Indie-Game von Steam, gesponsert von AlexanderHack095. Nochmal riesen Danke, du hast mir ja auch dazu verholfen, dass ich mich zu meinem Halloween-Special von Team Fortress passend kleiden konnte. Ich würde sagen, bevor ich hier groß um den heißen Brei rumrede. Ja! Payback. Oh fuck yeah. Das wird echt ein Riesenspaß, glaube ich. Total wenig hilfreicher Tipp. In Hell Yeah kannst du. Oh ja. Einzelschüsse genau überhitzen nicht. Dauerschüsse genau überhitzen. Logo. Das sind wir. Toll, oder? Beautiful. Ash. Super. Ein Aufzug ins Nichts. Und wo überhaupt mein. Wo sind überhaupt meine Lakaien? Schauen wir mal geklauten Bilder an. Schauen Sie vor meine geklauten Bilder an. Das werden Sie noch bitter bereuen. Wo sind meine königlichen Waffen? Kämpfe vermeide ich jetzt wohl besser. Ich glaube, ich muss hier ein bisschen was umstellen. Das läuft mir alles nicht so. Oder läuft das alles? Gib mir mal eine Sekunde. Kleinen Moment. So, geht weiter. Ich habe nochmal kurz ein bisschen was umgestellt. Das lief mir gerade ein bisschen zu gag. Ja, was ist das hier? Ist da wer? Du wirst Hilfe brauchen. Ich find's geil, dass ich hier volle Kanne durch die Hölle laufen kann. Ohne dass es mir wehtut. Du wirst Hilfe brauchen. Blasphemie. Ich Hilfe brauchen? Das glaube ich nicht. Also es ist eigentlich so, wie ich das sehe. Typisches Plattformer-Game. So wie man es eigentlich kennt. Und jetzt stellt sich bei euch natürlich wahrscheinlich die Frage, Dude, warum machst du noch ein Projekt? Hat er mich gerade angeschwuchtelt? Ich mag die Animation voll. Hey Nestor, mein treuer Diener. Endlich ein bekanntes Gesicht. Alter, es ist ein toter Oktopus. Mit Monokel. Hallo, Sir. Wie geht es euch heute? Der Kater ist hoffentlich nicht so schlimm. Test nochmal die Nüchternheit. Wisst ihr, wie man rauszoomt? Was eine Frage. Na klar. Ich bin schließlich der Prinz in der Hölle. Also, wie geht das nun doch gleich? Mit RB verkleiden Sie Ihre Ansicht, Sir? Ach ja, RB. Oh, cool. Bam! Okay. Edelschweine. Also, eigentlich ist das ein Steam-Spiel. Soll man eigentlich über Tastatur und alles spielen. Aber ich habe einen 360-Controller und dadurch funktioniert das auch ganz geil. Ja, ich springe auf kleinen Hintern. Poi poi. Der Prinz ist nackt. Eva! Wer wagt es? Du bist nackt. Du kannst mir nichts tun. Wir sehen einer Wand. Wände kann man einreißen. Genau wie dein Gesicht. Ich komme wieder. Ich liebe jetzt schon den Stil dieses Spiels. Aua. Wenn ich nur was zum Graben hätte. Wenn ich nur überhaupt was hätte.
Ich meine, jetzt habe ich ja gar nichts. Ach so, ich habe eben Schaden genommen. Also ist das da links offenbar meine Health-Anzeige? Nebenbei, das Spiel ist für mich blind und ich sollte mich erstmal kurz hinstellen und vielleicht mal was dazu erzählen. Also das gesamte Spiel wurde mir gesponsert von Alexander Heck. Ich hatte das in meiner Wunschliste und hab's so angespielt. Das hat mir verdammt Pinkelpause. Es ist irgendwo, ich habe überhaupt nicht weit gespielt. Vielleicht, ich bin jetzt schon weiter, als ich angespielt habe. Und ich habe mir gedacht, ich bringe das mal so als kleines Zusatzprojekt noch rein. Sollte ich Zeit haben. Also für immer, wenn ich mal zum Zeit, also immer, wenn ich nochmal zum Hochladen nochmal ein bisschen extra Zeit habe, wird es das nochmal dazugeben zu dem täglichen Projekt. Ist aber mehr eine Art Nebensache. Minecraft und Team Fortress müsst ihr auch mal wieder machen. Habe ich aber im Moment nicht so Bock drauf. Punkt geregelt. Weiter geht's. Hey Nestor, was so nervige Kommentare. Wie alles funktioniert? Nein, Sir. Ein Geschenk von eurem toten Vater. Ihr wisst doch, von seiner geheimen Liebe. Für das Aufmotzen von Gadgets. Bitte sag, dass ich damit Monster zu Brei schlagen kann. Will haben. Geil. Will haben. Mit RT könnt ihr Wände und Gegner zerstören. Zieht los, Gadgetmeister. Schorsch! Fuck yeah! Oh, jetzt happen, Duster! Fuck yeah! Dein Gesicht ist Pampe! Squeeze it! Platsch! Gott, das Game! Oh, ja. Ach so, ich kann damit auch so ein bisschen höher springen. Okay. Okay. Ach so, und wenn ich die Taste gedrückt halte, dann röhre ich mich hier einfach durch. Sehr schön. Okay. Gentlemen, start your engine. Oh. Ah, Fleisch! Okay, das funktioniert nicht. Oh, Moment mal. Beam Blaster on. Ja, Beam. Cool, ich hab den Weg frei gemacht. Die guten alten Höhlentore laden sich an gespalten. Was? Und gepeinigten Seelen. Ich mag sie. Die Türen zeigen an, wie viele Monster ich befreien muss. Dann öffnen sie sich. Hoffentlich. Das Spiel ist so gut. Ich bin es nur, Sir. Dürfte ich euch das Radar vorstellen? Radar? Was zur Hölle soll ich denn damit anfangen? Sehe ich etwa aus, als wollte ich 7 magische Steine oder so sammeln? Auf dem Radar seht ihr, wo sich Monster befinden. Äußerst praktisch, Sir. Ah. Es ist so gut, ich röhre hier einfach durch. Ja, ich bin geil.
Es ist so geil. Wirklich, ich kann es echt jedem empfehlen, der auf so einen Jump'n'Run-Scheiß steht. Vor allem, das sind echt gute... Darf es nicht berühren. Karnickel und Elektrizität vertragen sich nicht. Darum kümmere ich mich besser von Weitem. Sein Feind unverwüstlich. Geh shoppen. MS Fontaine? Was? Ich weiß, wer du bist. Du bist der verfluchte Prinz. Für dich bin ich immer da. Schrosch! Ah. Achso. Ach, das ist so eine Art Taufstation, okay. Okay, da kann ich nicht lang. Das sind Speedfelder aus irgendeinem Grund. Geh shoppen, ja. S? Okay. Okay. Okay, das ist cool. Wow, Toho. Let's crush. Schosch! Wow, Alter! Dieses Spiel sammelt hart Pluspunkte bei mir. Dauerhaft. Es bockt. Die Musik? Oh. Das wollte ich doch gar nicht. Die Musik! Skin. Musik. Ich kann mir Skins kaufen für... ziemlich wenig. Ach, das sind Helme. Okay. Das sind sie. Oh, eine Shotgun. Ein Revolver. Flamethrower. Holy Water Thrower. Grenades. Na was? Super. Wow. Okay, das. Alter, gibt das hier viel. Okay. Missiles. Nehme ich. Gekauft. Vielen Dank für ihr Geld. Oh, ich will aber einen Skin. Ich will einen Skin. Abenteurerhut. Was möchte ich sein? Das hier möchte ich. Und... gib mir den Hippie. Er hat ne... ja! Warte mal, RT und... ah! Oh, ich verstehe. Moment, was ist... wie könnte ich jetzt zu meinem normalen Outfit wechseln? Kann ich gar nicht, offenbar. Nee, Moment mal. Ich meine, da steht ja jetzt, hab ich. Kann ich das auch irgendwie... irgendwie rausnehmen? Moment, Bestenlisten interessieren mich doch gar nicht. Steuerung habe ich auch drauf. Einstellung, das geht doch bestimmt irgendwie. Ist das ein Arsch? Ein Arschgesicht. Ah. West Coast, es gibt noch mehr Hüte. Okay. More, more, more.
zu Hause nachmachen. Ja, kann ich das nicht irgendwie... So komme ich auch wieder nur raus. Ich meine, not that I mention it, aber... Wow. Das ist mal cool. Das muss doch irgendwie rausmachbar sein. Hab ich, ja. Krieg ich nicht mehr raus. Okay. Okay, aber ich will noch nicht weiter. Ich will noch dieses eine Hirn da platt machen. Beziehungsweise hier ist doch noch mehr. Verstehen! Cool, die Dinger laden sich wieder nach. Dann rase halt hier durch. Oh, da komme ich auch nicht lang. Okay, dann halt hier. So. Ah, na, Safe Point. Okay. Grace of Doom. Wie lange lebt ein totes Kanickel im Durchschnitt? 2 Jahre. What the fuck? Über 9000. Frisch Karotten. Das Game! Das Game! Ah, so! So kann ich das, sehr schön. Dann reden wir doch lieber... Moment. So, ich möchte dann doch lieber als normal erstmal durchlaufen. Erstmal, damit ich mich an das Ganze überhaupt gewöhnen kann. Aber das Game ist ja mal arschgeil. Das Game ist mal so hart arschgeil. Safe Point, sehr schön. Oh, das riecht nach Boss. Nein. Gut, dann gehen wir hier nochmal runter. Jetzt kommen wir da durch die Tür durch. Erstmal weg, ja. Geld, weg da! Okay. Das Game ist so hart. So hart, geil. Ah, okay. Ach so wäre das gedacht gewesen, okay. Gut. Wow! Annihilated! Okay. Das war so klar. Okay, das tut weh. Alter, ich habe voll viel Schaden genommen irgendwoher. Aua. Oh. Fuck! Muss ich den jetzt nochmal besiegen? Alter, ist das Spiel sozial. Das Spiel ist echt hart sozial. Es lässt mich sogar da... Es hat sogar den Boss nicht resettet. Ich hätte jetzt gedacht, das Spiel resettet alles und den Boss und alles 3-mal. Aber Alter, das Spiel ist ja hart sozial. Es ist wie Stampus, nur blutrünstiger. Jetzt bin ich mal gespannt. Total wenig hilfreicher Tipp.